Gottes Sohn und Menschensohn. Ein Vortrag von Immanuel Abdruschin. Die gottgewollte Vereinigung des Gottessohnes mit dem Menschensohne ist vollbracht, so wie es vorgesehen war für die Zeit des verheißenen Gerichtes, vor dem der Gottessohn im Menschensohne wiederkommt in einem Erdenkörper. Da ist es angebracht, dass ich nun heute nochmals euch, ihr Jünger und Berufene, eine weitere Verkündung gebe, auf dass ihr dieser großen Tatsache richtig bewusst im Erdenwirken dienen könnt. So hört: Der Gottessohn Jesus, wie auch der Menschensohn Immanuel, sind in ihrem Ursprung aus Gott. Der Gottessohn, welcher der Erstgeborene zu nennen ist, oder der Eingeborene, steht nach seiner Rückkehr aus der Schöpfung wieder bei Gott Vater oder in Gott Vater, dadurch eingeboren in die Gottheit selbst. Während der Menschensohn, der Zweitgeborene aus Gott, zum Wohle des Bestehens aller Menschengeister getrennt von Gott verbleibt. Die Bezeichnung Gottes Sohn und Menschensohn ist von den Menschen noch nie recht begriffen worden und sogar heute noch nicht ganz von denen, welche meine Botschaft kennen. Es ist hierbei derselbe Fehler, dass ein Mensch von sich aus nur denken kann, sich gewöhnte und deshalb glaubt, dass alles auch von ihm aus angesehen werden muss. In diesem Falle muss man aber nur von oben ausgehend versuchen, ein Verstehen zu gewinnen. Die Bezeichnung Gottes Sohn und Menschensohn geht von Gott aus, nicht von dem Menschen aus. Denen ist es nur verkündet worden in diesen Bezeichnungen. So muss auch der Begriff von oben aus empfunden werden, nicht von der Menschenseite aus. Im Göttlichen ist die Bezeichnung Gottes Sohn und Menschensohn abwärts gedacht, der Schöpfung zugewandt, somit sofort ein anderer Begriff entsteht oder überhaupt erst das Begreifen kommt. Der Gottessohn ist der Sohn von Gott bei Gott. Der Menschensohn, der Sohn von Gott, den Menschen gesendet. Nicht der Gottessohn Jesus wurde den Menschen gegeben, die ihn, wie viele Gläubige immer noch denken, für ihre Sünden Gott Vater opfern konnten. Jesus wurde ihnen überhaupt nie gegeben. Er wollte nur das Wort bringen und ging dann, nachdem die Menschen ihn gemordet hatten, nach und nach wieder zu Gott Vater ein, wie er selbst oft genug erklärt hat. Er wäre auch ohne gemordet zu werden wieder zu Gott eingegangen, weil er nie mit der Welt wirklich verbunden war. Aber Immanuel, der Menschensohn, wurde der Menschheit von Gott gegeben, damit diese einen ewigen Mittler hatte, durch dessen Sein die Menschengeister rechter Einstellung auf ewig sich bewusst bleiben können. Gott gab seinen zweitgeborenen Sohn für diesen Zweck, ohne dass er ihn wieder ganz für sich zurückfordert. Das ist das große Opfer, das er brachte, das ist sein Geschenk. Das sein verheißenes Sohneopfer für die Menschheit. Er fordert oder zieht nicht, ihn nicht wieder in die Gottheit zurück. Das große Gottesopfer hat mit der Kreuzigung und mit dem Gottessohn Jesus nichts zu tun.
Die Kreuzigung war ja kein Opfer, weder ein Opfer Gottes noch ein solches der Menschheit, weil die Menschheit aber gerade dieser ihrer Willkürshandlung an dem Gottessohne zur Selbstentschuldigung falsche Auslegung gab, hatte sich auch nie den eigentlichen Begriff des Wortes Menschensohn erfassen, konnte nie das wirkliche Opfer Gottes als solches erkennen, das in der gewollten, für die Menschheit notwendigen Trennung Gottes von seinem zweitgeborenen Sohne liegt, dessen ungeheure Größe von der Menschheit überhaupt nie erfassen werden wird und auch erfasst werden kann.